Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 40. Let's Play auf Leeches. Ich habe die schwarzen Steine und ziehe natürlich E6, die französische Eröffnung. Und mein Mitspieler hat Andy 2000, ist also wieder ein starker Spieler. Okay, F4 gleich, dann komme ich hier zu D5 und jetzt C5. Und das ist jetzt eine Jubiläumsfolge. Wir haben 40 Folgen von Let's Play Leeches jetzt insgesamt. Und ich freue mich über jeden Zuschauer, über jeden, der meinen Kanal abonniert hat und dem ich damit eine Freude bereiten kann. Und da danke ich euch ganz herzlich dafür, denn das bereitet auch mir Freude. Und um dieses Jubiläum etwas zu zelebrieren, möchte ich ein bisschen Musik hier im Hintergrund noch laufen lassen. Ihr könnt in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr die Musik gut findet oder ob ich sie wieder abstellen soll. Ich probiere das jetzt einfach mal und ich denke, die ist ganz amüsant. Das ist ganz nett, ne? Hier so im Hintergrund so ein bisschen Musik. Und das entspannt vielleicht auch ein bisschen. Genau, also sagt mir, wie ihr es findet und dann konzentriere ich mich hier jetzt mal auf das Spiel. Er hat tauscht hier ab. Okay, Moment, was? C4 in der Stellung habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich auch mit gutem Grund. Jetzt kann ich zu Läufer nach A6 greifen. Läufer nach A6, den möchte ich ja sowieso, wenn möglich, hier irgendwie ins Spiel bringen, weil das ist der sozusagen der schlechte Läufer im Französischen und den möchte man, wenn möglich, abtauschen oder irgendwie aktiviert bekommen. Und mit Läufer A6 ist das zumindest ein Versuch. Falls er hier schlagen sollte, dann habe ich ein super starkes Zentrum. Und der Läufer stört beim Rochieren. Und wenn er das nicht macht und das so stehen lässt, dann, naja, was könnte er dann machen? Vielleicht D3, B3. Okay, er schlägt, das ist wunderbar. Da freue ich mich drüber. Das hindert ihn jetzt erstmal am Rochieren. Okay, bis jetzt zumindest. So, und wie mache ich jetzt? Ah, okay, wenn er rochiert, droht immer noch C5. Moment, nee, dann kann er D5 einfach spielen und alles ist okay. Okay. Irgendwelche Schachs bringen nichts. Sowas wie Dame B4, der Bauer ist immer gedeckt von diesem Läufer. Ja, ich denke, ein Entwicklungszug ist hier wohl am sinnvollsten. Ne? Springer nach E7 zum Beispiel. Okay, das Schach, ist das so gut? Ich kann einfach den... Na, so kann er nicht ziehen. Aber der Läufer, den könnte ich so dazwischen stellen. Oder meinen Springer einfach weiterentwickeln. Das sieht beides gut aus. Was gefällt mir? Mir gefällt... Ja, weil da gehe ich ein bisschen in so eine Fessel rein. Aber der Bau ist angegriffen. Von daher. Und ich habe immer diesen Zwischenzug. Oh, ich muss schneller spielen. Das verliert einfach ein Bauer. Ich muss schneller spielen. Die Zeit, die rennt schon wieder. Weil mein Gegner, der spielt sehr schnell. Genau, ich habe in der Zwischenzeit noch das 25. und 26. Let's Play of Leeches gedreht. Habe ich hier irgendwie was Besseres? Ich sehe es gar nicht. Und jetzt bin ich hier wieder zurück beim 40. Let's Play. Und freue mich hier wieder weiterzumachen. Läufer nach E7 vielleicht. Er wird sich entwickeln, genau. Wenn er den abtauscht. Gut, ist mir eigentlich recht. Das ist mein schlechter Läufer. Okay, er möchte ihn noch nicht. Habe ich hier irgendwas? Turm C8. Warte mal, Turm C8. Na, vielleicht hätte ich F6 probieren können. Das kann ich immer noch probieren. Ah, dann ist der schwach. Oh, ist vielleicht gefährlich. Okay, dann nehme ich mal hier. Spielt sehr schnell. Warum spielt er so schnell? Den nehme ich auch. Ich habe das Läuferpaar und ich habe einen Bauer mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn er mit einem Turm nimmt, dann droht doch der, oder? Weil schlagen darf er nicht, weil sonst hier das Schach oder... Naja, was heißt darf er nicht? Darf er schon, aber ich weiß nicht, ob es so gut ist. Weil dann... Gut, kriegt der Läufer und Bauer für den Turm, aber das ist... Ah, Moment, mein Läufer drüben hängt auch noch. Dann kann ich das so gar nicht spielen, oder kann ich es doch so spielen? Ah, doch, sein Läufer hängt auch noch, also... Muss mal durchrechnen, ob das geht. Also falls er hier nimmt, ich glaube irgendwie nicht, dass es geht, aber er nimmt da, ich nehme da, wenn er da nimmt, nehme ich hier.
Was ist das hier für eine... Also sieht irgendwie besser für mich aus, habe ich so das Gefühl. Ich glaube nicht, dass er nehmen darf. Vielleicht habe ich auch noch einen geschickten Zwischenzug, wie ich den Läufer hier einmal retten kann. Und gleichzeitig macht das, dann probieren wir das mal. Mhm. Dann nehme ich hier. Jetzt hängt der Läufer, mein Läufer hängt auch, aber... Aktuell Materialbilanz, noch habe ich 3 Bauerneinheiten mehr, das ist erstmal gut. Es könnte sein, dass ich den krieg, er kriegt dafür den und den Bauern, aber er geht zurück. Aha. Das kann doch alles jetzt nicht mehr so gut für ihn sein. Ich muss natürlich aufpassen, meine Dame ist ein bisschen unter Beschuss, ja, ich sehe schon. Ich möchte den Damenabtausch. Das wäre mir natürlich recht, die Damen zu tauschen. Mhm, das möchte er nicht, verständlich. Gehe hier mal vor, ich muss schnell spielen, weil er spielt so schnell. Weiß nicht warum. Nein, das ist, da kommt Springer hier hin. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Dann gehe ich mal dahin. Aha, macht er den trotzdem, ist okay. Ich möchte ja Figuren abtauschen. Ich möchte Figuren abtauschen und eigentlich muss ich hier nur auf meine Zeit so richten. Oh, ist da irgendein Schach, ein gefährliches, irgendwas? Nee, noch ist es auf den schwarzen Feldern. Weiß nicht, vielleicht bin ich auch übervorsichtig, aber ich habe hier ein bisschen, ich sehe ein bisschen Gefahrenpotenzial. Ja, jetzt möchte er da angreifen. Komm, wir müssen auch angreifen. Wir müssen auch was tun. Und hier ein bisschen drohen auf der Diagonale. Und der Springer deckt diesen wichtigen... schwachen Punkt, und wenn ich den Springer vertreibe und auf diesen schwachen Punkt losgehe, dann muss er da eigentlich drauf reagieren und den irgendwie verteidigen und muss seinen Angriff mit der Dame wahrscheinlich wieder zurücknehmen. Das wäre mir ganz recht, und im Folgenden möchte ich natürlich auf Abtausch spielen und meinen Vorteil konvertieren. Ah, da hat er auch noch einen bösen Trick. Na, ich sehe schon, er möchte hier das Schach geben. Aha. Dann, puh, ich habe keine Zeit mehr. Aber ich zieh mal den. Ich hoffe, das klappt noch alles. Nein, das klappt nicht, weil er... Hat er da... Moment, was? Eine Minute habe ich noch. Aber das Schach ist erstmal abgewendet. Das Schach hier oben klappt nicht richtig. Okay, er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück, dann können wir jetzt aber doch dieses Manöver machen. Wenn er da einmal schlägt mit Schach, zieht er den Turm dazwischen, und er hat ein ernstes Problem, ein sehr ernstes. Ich tendiere zu dem. Ich habe wenig Zeit, ich muss mich entscheiden. Darf in der Dame nie die Linie verlassen? Aha. Ah. Hoffentlich war ich nicht matt. Vielleicht gebe ich auch die Qualität zurück. Das ist vielleicht auch ganz gar nicht schlecht. Wenn er hier Schach gibt, dann... Oh, ich sehe gerade was. Wenn ich hier Schach gebe, er nimmt zurück und dann laufe ich. Kann er mich dann noch aufhalten? Nein, er kann mich nicht aufhalten. Deswegen mache ich das. Oh, aber meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit. Tja, der ist durch. Der ist durch. Okay, Dame gegen Läufer und Springer. Aber in dem Endspiel, das ist absolut gewonnen. Wenn ich meine Dame nicht einstelle, sollte das leicht gewonnen sein. Spielend leicht. Naja. Wahrscheinlich hätte ich jetzt schon den Läufer oder den Springer gewinnen können. Hab's aber nicht gesehen, wie es auf die Schnelle geht. Deswegen setze ich doch lieber auf meinen Bauern hier. Der soll sich zu einer zweiten Dame verwandeln. Und zwar ganz schnell, weil die Zeit, die läuft. So, Schach. Aha, okay, geht so dazu. Das ist auch ein bisschen. Neun Sekunden. Boah, das ist ja hier Nervenkitzel. Nervenkitzel pur ist das hier.
will eine zweite Dame. Ah, das ist er. Böse. Hier, er möchte mich mit Schachs jagen. Aber, zack, ich habe noch auf Zeit gewonnen. Und ich behaupte, dass meine Chancen gar nicht so schlecht gewesen wären, das auch so noch zu gewinnen. Vielleicht hätte ich mit meinem König nicht unbedingt in diese Schachsee reinlaufen sollen. Einfach an den Springern direkt ranziehen, dann hat er keinen Schach mehr im nächsten Zug. Das ist auch so ein Trick im schnellen Zeitmodi, dass man an den Springer nah ranzieht. Also nicht diagonal, sondern eben hier gerade. Dann hat der Gegner kein direktes Schach mit dem Springer. Und das ist manchmal entscheidend, vor allem wenn man nur noch 2, 3, 4 Sekunden hat. Stellungsmäßig ist das natürlich hier klar gewonnen. Habe eine Dame mehr und hätte gleich meine zweite Dame bekommen. Ja, eigentlich ganz nett, die Partie. Ich bedanke mich herzlich bei BDRYLMZ. Oder heißt es BDRYLMZ? Ich weiß es nicht. Ist eine Abkürzung vielleicht für irgendwas? Dann habe ich noch einige Anfragen bekommen von euch, das freut mich sehr. Von vielen, die mit mir spielen wollen. Und da jetzt einmal die Bedingung, wenn man mit mir spielen möchte, dann muss man mindestens 300 Partien, gewertete Partien auf Lichess in Blitz gespielt haben. Das mache ich deswegen so, diese Bedingung, weil ich es schon hatte, dass einmal mich jemand herausgefordert hat, der gegen mich gezielt betrogen hat. Also der hat gezielt gegen mich eine Engine eingesetzt und hat gegen mich gezielt betrogen. Und um das nicht wieder zu haben, um sowas gleich von vornherein zu verhindern oder zu erschweren oder wie auch immer man es nennen möchte, habe ich diese Bedingung eingeführt, dass man mindestens 300 Partien gespielt haben muss auf Lichess bei 5 Minuten, ne? Und nur dann kann man mit mir spielen, ne? Das ist einfach ein Schutzmechanismus, um zu garantieren, dass derjenige, der da mit mir spielen möchte, das auch ernst meint und fair spielt. Genau. Und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Jetzt, ich stecke gerade noch ein bisschen in der Prüfungszeit. Aber wenn noch ein bisschen Zeit vergeht, dann werde ich auch darauf auf die ganzen Nachrichten eingehen. Ich habe jetzt vor kurzem rausgefunden, wie man die überhaupt einsehen kann. Ich dachte erst lange Zeit, was ist denn los? Ich habe gar keine neuen Nachrichten und so weiter. Und ich habe es erst daraus gefunden, dass diese ganzen neuen Nachrichten, die wurden irgendwie nicht aktualisiert. Ich weiß noch nicht genau warum. Aber das wurde mir nicht angezeigt und jetzt habe ich aber rausgekriegt, wo man die alle anschauen kann. Eigentlich relativ einfach, naja, aber dann habe ich gesehen, das sind ja ganz viele neue Nachrichten und jetzt mache ich mich ans Beantworten von den Nachrichten. Ich weiß nicht, wie viele noch unbeantwortet sind sicher noch, ich glaube so 50 Stück oder so. Ich arbeite das aber ab sozusagen. Genau, deswegen einfach ein bisschen Geduld haben, ich antworte dann schon, aber es kann ein bisschen dauern. Genau, und dann spiele ich auch gerne mal mit einem Abonnenten wieder. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Ich möchte auch mit euch spielen. Ja, und genau, deswegen, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Am besten auf YouTube und hier auf Lichess. Am besten auf, an beiden Stellen. Das ist immer gut. Doppelt hält besser. Und genau, dann kann man eine Partie ausmachen. Aber wie gesagt, ich habe eben viele, die jetzt Anfragen gemacht haben, deswegen bitte nicht traurig sein, wenn ich da jetzt nicht gleich sage, ja, da und da können wir gleich spielen, sondern einfach da ein bisschen Geduld haben, ne? Weil ich habe einfach viele Anfragen und dann mache ich einen nach dem anderen, beantworte ich da. Genau, und nie die Hoffnung verlieren, ne? Also wenn man mit mir spielen will, normalerweise klappt das dann auch irgendwann, ne? Also dass man da irgendwann dann auch einen Termin findet und so weiter. Genau. Habe ich noch was vergessen zu sagen? Nee, das ist eigentlich alles. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schaut euch gerne meine Playlist Let's Play Lichess an. Wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann schaut euch gerne meine Playlist Schachlernen an und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ciao.